keine Ahnung, was ich dann hier sehe. Dass es eben Leute gibt, die sich über die Zustände, die bei uns herrschen, aufregen und über das ärgern. Wir haben es eben nur so ein bisschen gemotschert und jetzt ist es halt schon so, dass die Leute so offen schimpfen. Ne? Warum? Weil nichts geschieht. Nicht? Wir reden über, das ist ein Nachteil, das sollte man nicht so machen und alle sagen ja, ja und keiner tut was. Ne? So ist es im Grunde genommen. Ja. Ich war gestern auf der Bank, möchte nur zur Illustration erzählen. Ich wollte einfach von meinem Konto 250 Euro anheben. Erst einmal wollte ich sehen, was ich drauf habe. Da stehen 20 Automaten, muss ich zu der sagen, bitte, bei welchen kann ich nachschauen, was ich am Konto drauf habe. Ja? Da kannst du einzahlen, da kannst du anheben, da kannst du Geld sehen, da kannst du entsetzlich. Ja? Da musst du dir anstellen, wenn du dort hin willst, da musst du dir anstellen, wenn du da hin willst. Na, also jedenfalls, dann weiß ich meinen Kontostand. Da muss ich mich anstellen, da sind dort vorne drei Kassen, davor ist eine Wand und dahinter muss man sich anstellen. Und dann geht man immer bis zu dem Eck und der frei ist bei der Kasse, sagt der Nächste bitte. Ja? Dann komme ich zu der Kasse. Gibt es, ich möchte gern 250 Euro abheben. Sagt es, ja, ist das Ihr Konto? Sage ich, ja. Sagt es, das heißt aber Gesellenheim. Sage ich, ja, das ist das Konto, was ich gehabt habe, wie ich hier Heimleiterin. Ah, jetzt weiß ich, wer sie sind. Ja? Gut. Da muss ich ausfüllen, so einen Zettel, da muss ich die Kontonummer draufschreiben und den Betrag und unterschreiben. Das lasse ich mir noch einer. Ich gebe das um. Dann sage ich, ich hätte es gern nicht in 100er, sondern klein, weil ich gebe es ja klarweise aus. Ne? Sagt es, ja. Und dann sagt es, wollen Sie 10er auch? Sage ich nicht, wenn es geht. Sagt es, dann müssen Sie aber da ein bisschen warten, weil das muss ich mir erst besorgen. Sage ich, na, dann lassen Sie es, wer wechseln kann, ist woanders auch. Es ist wurscht, geben Sie mir es, wie Sie es haben. Also gut, dann fängt es an. Und dann sagt es, sagen Sie mir noch das Geburtsdatum. Sage ich, das Geburtsdatum. Bitte, so ein Aufwand, damit ich 250 Euro anhebe. Wenn ich hingehe und sage, bitte 2,5 Millionen, verstehe ich, dass Sie sich noch alle Seiten aussichern. Aber ich 250 Euro. Der Hitler muss her, nicht? Sagen die Alten. Ne? Das ist, leider ist das so. Und ich fürchte fast, dass das noch ärger wird. Glauben Sie nicht? Ich glaube schon. Obwohl ich sagen muss, wenn ich in den Schulklassen bin, tut das eigentlich nicht so. Es ist ja so, dass die meisten ja schon Ausländerkinder in der Klasse haben. Ja? Und es ist schon, mindestens ist es so, dass sie sagen, die sind nicht gut, die Ausländer, aber die, die bei uns in der Klasse sind, die sind okay. Ja? Also ich war einmal bei so einem im allgemeinen Krankenhaus, eine Sommeruniversität eingeladen, und um diese Diskussion einzuleiten, damit die Kinder auch was reden. Die haben also, ich weiß nicht, wie das war, da hat der einen Vortrag gehalten und dann sollten die mit mir diskutieren. Und damit ich das halt ein bisschen zum Reden anfangen, habe ich gesagt, habt ihr auch Kinder aus dem Ausland in eurer Klasse? Und dann haben sie angefangen, ja, bei uns ist eine Chinesin, aber die kann gut Deutsch, und haben sie so erzählt, was sie anspielt. Alle waren begeistert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihnen das schon erzählt habe, aber der Letzte, der aufgezeigt hat, war ein Bub, der hat gesagt, in meiner Klasse geht einer, der hat noch nie einen Einser gehabt, aber das ist ein Österreicher. Also, das war eigentlich sehr nett, und die Kinder sind Gott sei Dank nicht so. Ja. Das ist halt immer, wenn dann die Eltern sagen, du gehst mal nicht mit den Schuschen in die Sandkisten oder irgend sowas und mit denen darfst du nicht reden und was, dann wird das so.
Also das Leben ist unverhältnismäßig teurer geworden. Wenn Sie denken, wenn sich so ein Kind vor der Schule eine Wurstsemmel kauft und zahlt 2,30 Euro dafür, ja, ich bin in die Schule gegangen, wir haben ums Eck so einen Kreisler gehabt, der hat zum Mittag offen haben dürfen, früher haben die zu haben müssen von 12 bis 4, der hat zum Mittag offen haben dürfen und der hat für die Schulkinder, die da die Pause gehabt haben, die Wurstsemmeln verkauft. Einen Schilling hat die gekostet und da war Wurst drinnen und da war auch Gurkel drinnen und das war gut und die Semmel war frisch und alles. Und jetzt, bitte, soll der für dieselbe Semmel vielleicht nicht so hoch gestochen, aber 2,30 Euro kosten da drüben die Semmeln, bitte. Das muss man sich mal vorstellen. Wer kann das zahlen? Es sind ihm wahrscheinlich auch die Hände gebunden. Jetzt haben wir ihm zum Beispiel die Asylwerber ja gleich abgenommen. Er ist für die Leute, die schon da sind. Nicht? Und glaube ich, bemüht er sich auch sehr. Nicht? Ich meine, dass zum Beispiel wieder die Kinder alle in die Schule gehen sollten, das finde ich super. Das war, ist eine Katastrophe, bitte. Ich denke, in Dreiskirchen gibt es über 500 Kinder und die gehen nicht in die Schule. Das ist, da haben sie in jeder Altersstufe haben sie so eine sogenannte Platte, der was Gescheites einfällt. Die sind nicht beschäftigt, die Eltern haben ganz andere Sorgen, denen sind die Kinder, ich will nicht sagen wurscht, aber sie haben andere Sorgen, ja. Hauptsache der rennt da wo man anderen aus. Und das muss man mal aushalten. Also ich möchte nicht arbeiten müssen in Dreiskirchen. Ja? Das ist sicher nicht einfach. Ja, man müsste einmal die Sachen, die sie machen sollten, zum Beispiel Deutschkurse, müsste man verbilligen. Nicht? Wenn das ein Schweinegeld kostet, geht es nicht. Und also diese ganzen fürchterlichen Vorschriften. Ich habe da jetzt jemanden, der ansucht um das Bleiberecht und den A2-Kurs braucht. Macht den A2-Kurs, jetzt will er die Prüfung machen, kann er es nicht machen, weil er keinen Ausweis hat. Hab schon sowas gehört? Die nehmen einem die Ausweise weg, nicht? Die Polizei, und dann darf der nicht, ich weiß schon warum, nicht? Dass nicht ein anderer zu der Prüfung geht, nicht? Das verstehe ich schon. Aber jetzt stellen Sie sich vor, jetzt ist der Kurs bezahlt und alles, jetzt kann er die Prüfung nicht machen, weil er kein Ausweis hat. Das ist so was Schwachsinniges. Ich weiß nicht, ich meine auch diese Geschichte, dass man die Sissi ständig aufwärmt, es ist furchtbar, bitte. Ich weiß es nicht, das ist irgendwie der Wunsch nach diesem, weiß ich nicht, nach diesem Leben dort oder nach diesem, ich weiß es nicht, was das ist. Ich meine, wir tun ja auch das Schönbrunn immer so aufzuckern. Ich kann mir jetzt schon was wozu. Es ist vorbei und es war sicher nicht nur eine gute Zeit, keine Frage. Und dass Leute in so einer Position wie eine englische Königin nicht so lebt wie wir, das ist eigentlich logisch. Aber wenn ich mir hinschauen neidig und schaue und jetzt hat sie wieder so einen Hut auf und so ein Kleid und ich weiß nicht, was das ist. Also, mir ist das völlig wurscht, ob die ein Kind kriegt oder nicht. Ich habe mit denen nichts zu tun. Gott sei Dank muss ich nichts zahlen dafür. Und alles andere ist mir egal. Vor Weihnachten sind sie alle immer übergeschnappt. Die geben das Geld aus bis zum letzten Groschen. Und das war immer so. Wirklich. Ich weiß es auch nicht warum, aber es ist so. Das ist das schönste Fest, da muss man alles aufbieten und wenn man nachher 14 Tage nur Erdäpfel frisst. So ist es. Man müsste mal die schönen Geschichten, die auch passieren, in die Zeitung geben. Der hat das geschafft, der hat das geschafft, der hat... Was weiß ich, ist der Beste da, der ist der Beste da, der hat, ist ein Ausländer und hat jetzt, was weiß ich. Warum tut man die schönen Geschichten nicht anschreiben? Wenn einer wo, was weiß ich, beim Biller eine Semmel steht, das steht dreimal in der Zeitung und in alle Zeitungen. Wenn ein Kind Matura macht mit Vorzug und dann zum Studieren anfängt, ist das nicht auch ein Erfolg, bitte? In einer fremden Sprache, in einem fremden Land, unter
unter so schlechten Lebensbedingungen, ja, die Kinder, die, was weiß ich, auf einen Sessel die Aufgabe schreiben und solche Sachen, das gibt es bitte, ja, und die sind streben, ich habe da diese somalische Familie gehabt mit den zwei Kindern, die sind in der Früh um sie, die haben auf einer Matratzen da geschlafen, in der Früh um 7 sind sie gegangen in den Deutschkurs, also wer von ihr hätte es nie gemacht, ich schwöre. Das hätte von mir keiner haben können. Also, die wissen, um was geht, die sind gescheit, sie sind strebsam. Warum tut man das nicht einmal ein bisschen hervorheben? Wie fleißig sind, wie gescheit die sind. Ne? Das ist. Ja, da steckt wahrscheinlich Strategie dahinter. Ja, glaube ich schon. Parteipolitisch vielleicht? Oder? Ja, auch. Nicht, wenn man das Wohnungsamt sagt, wir haben die Weisung, dass wir Leute aus Niederösterreich nicht aufnehmen dürfen. Ja, aber auch gesucht für wem. Also die haben auch gesucht um eine Wohnung. Und die waren ursprünglich in Niederösterreich. Ich sage, bitte, die sind irgendwo auf einem Berg. Was soll der machen, wenn er rausfliegt aus dem Quartier? Nicht, wenn er Asyl kriegt, muss er aus dem Quartier hinaus. Ja? Und was soll ich dann dort machen? Da gibt es zwei Bauernhöfe, ein Gasthaus, ja, und eine Pension, die schlecht geht, weil sonst hätte er nicht dort wohnen können. Also was soll der dort machen? Dort kann er nicht Deutsch lernen, kann er gar nichts. Ja. Und wenn wir wollen, dass die da unter uns leben und was leisten, dann müssen die irgendwo hin. In Niederösterreich gibt es auch Städte, hat die gesagt von mir. Mit der Quote was zu tun? Das eigentlich nicht, weil die sind ja dann schon außerhalb von denen. Nicht? Die sind ja keine Asylwerber mehr. Wenn der Asyl hat, ist er einem Österreicher gleichgestellt. Halt nicht ganz so gleich. Ne? Also halb gleich halt. Das verstehe ich nicht. Ich habe so viele aus Somalia. Das sind gescheite, gebildete Leute. Ich habe da einen Arzt, bitte, der selber schwer krank ist. Der hat ein Knochen-DBC. Aber er ist Arzt. Ich meine, der hat was gelernt, das ist ja nicht irgendein dahergehender Trottel, der nur betteln kommt, nicht? Und die sind, schauen Sie sich an, denen sieht man auch, dass Mifs sind, ja? Die nichts kriegen, die kriegen wirklich nichts, von nirgends, ja? Die setzt man auf die Straßen mit Null. Und auch Familien mit Kindern, bitte. Das ist. Die vielen Afghanen, bitte. Nach Afghanistan dürfen wir eigentlich nicht ausschieben. Die schmeißen es aus die Quartiere, in der Hoffnung, dass sie irgendwo straffällig werden. Und dann können sie sagen: Ah, haben wir gewusst, der ist straffällig, zack, und er wird angeschoben. Wünschen täte mir, dass wir ein bisschen umkehren, ein bisschen wieder auf, nicht nur gegen Ausländer, untereinander ein bisschen aufeinander schauen, nicht nur wegschauen. Nicht, dass nicht passiert, dass in einem Haus eine stirbt und da ein halbes Jahr drinnen liegt und kein fällt auf, dass die nicht mehr gibt und solche Dinge. Dass auf der Straße die Leute ekelhaft sind, sie gegenseitig beflegeln und schimpfen übereinander. Und also, brauchen sie nur stehen beim. Da unten beim Zielpunkt bei der Kasse, wenn vorhin einer ihre Sachen ausrammt und das ist eine Ausländerin, ich schaue sie hin, was ich die da leisten kann, nicht? Um unsere Steuergelder. Weil es halt auch einkaufen geht. Ja. Das muss sich wieder ändern. Das würde ich mir wünschen.